So, liebe Gäste, es geht weiter mit dem Fußballspruch des Jahres. Großartig. Also es wird auf deutschen Fußballplätzen nicht nur gespielt, sondern gesprochen auch. Zum Glück und seit Gründung der Akademie sammeln wir also in jedem Jahr die schönsten Perlen. Da waren schon tolle Sachen dabei. Ich habe dann nochmal so durchgeblättert. Also 2007 zum Beispiel war es der geschätzte Kollege Hans Meyer, der gewonnen hat mit der bestürzenden Erkenntnis, in schöner Regelmäßigkeit ist Fußball doch immer das Gleiche. Das war damals so ein bisschen ein Sammelpreis für all das, was er bis dahin schon erzählt hatte. Udo Lattek hat 3 Jahre später die aus heutiger Sicht gewagte These aufgestellt, im Kölner Stadion ist immer so eine super Stimmung, da stört eigentlich nur die Mannschaft. Das ist heute ganz anders, irgendwie schade, dass er das nicht mehr erlebt. Und im vergangenen Jahr war es der Kollege Sebastian Prödel, der messerscharf analysiert hat, München ist wie ein Zahnarztbesuch, muss jeder mal hin, kann ziemlich wehtun, kann aber auch glimpflich ausgehen. Und er ist übrigens danach in Österreich noch mit diesem Spruch groß rausgekommen, denn die Übergabe des Preises ist live im ORF erfolgt, also im österreichischen Fernsehen in Wien damals, also mittlerweile auch in Österreich eine richtig große Nummer. Seit dem vergangenen Jahr übrigens trägt der Sieger des Spruchpreises nicht nur zur allgemeinen Erheiterung bei, sondern bekommt großzügigerweise von Volkswagen auch noch 5.000 €, die er für einen guten Zweck verwenden kann. Traditionell wird der Spruchpreis am Abend der Veranstaltung durch Sie bestimmt, also Sie werden den Sieger küren, und traditionell wird der Spruchpreis von einem lustigen Menschen präsentiert. Das ist in diesem Jahr ein junger Mann, der gerade auf Tour ist, es ist ein Kabarettist, und sein Programm heißt Alles andere ist primär. Und da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, das ist ein Zitat, das eigentlich von Hans Krankl stammt und komplett lautet, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Was er damit meinte, ja, weiß wahrscheinlich nur er selber. Und der junge Mann, der gleich eben zu uns kommt, der, wie Sie jetzt vorher noch sehen werden, ein sehr passabler Fußballer ist. Achten Sie bitte zum Schluss auf einen, naja, ich sag mal, einen relativ verunglückten Flugkopfball, den er mit Ottfried Fischer spielt. Rolf Miller. War gut, oder? Mr. Sir Ding, das war meine Bewerbung für Menu. Einwandfrei. Nee, aber weißt, Fußball, das ist ne, vom Ding her, wenn du jetzt mal, sagen wir mal, oder ich hab ja schon als Bu, ne, ich komme ja aus dem gleichen Ding wie die Silvia Knight. Wir kommen genau aus dem Gleichen. Mit ihrem Cousin habe ich gekickt. Hat doch. Das sind die Tatsachen. Ich habe zu der Silvia letztes Jahr gesagt, du, der Frauenfußball, ne, der ist technisch so weit. Ne, das hat mit Frauenfußball gar nichts mehr zu tun. Das ist, nein. Und die Silvia hat Humor. Ah ja, aber weißt du, Fußball, so unterm Jahr, ich weiß auch nicht. Ne. WM gucke ich immer, alle 3-4 Jahre ist ja WM. Ne. Da bin ich 4 Wochen lang, mache ich nichts, weißt du, bin ich da halbseitig gelähmt, ein bisschen Ding, ne. Da reicht, Entspannung, da schnaufe ich durch, weißt du. Da schnaufe ich 24 Stunden lang, manchmal rein, raus. Wenn ich sehe, wie andere sich bewegen, ne, da werde ich müde. Das ist.
da stehe ich als dreimal auf, zweimal aus Versehen in 4 Wochen. Ne? Und wenn Ding ist, muss ich aufstehen. Bellaretti, kennst du? Wenn der, einwandfrei, da muss ich vorm Spiel einmal um den Block, das ist dann halbwegs. Ja, aber der meint es nicht so. Nicht, dass, nein, verstehe mich falsch, ich will hier niemand unnötig beruhigen. Nicht, der Bellaretti, ne? Der hat noch nie das gleiche Spiel wie ich gesehen. Komisch, ne? Weiß auch nicht. Der guckt immer an das Spiel. Wenn ich Deutschland-England gucke, dann guckt er heimlich wahrscheinlich Erzgebirge gegen Aue, oder? Das kann auch sein. Und auch nachts zum Einschlafen, ne? Wenn ich schlafen will, jetzt gucke ich als Sky Golf. Guck mal nachts Golf. Das dauert 4-5 Minuten, da bist du, jetzt geht. Es ist mir komplett egal, wann der Ball in den Abfluss dann reinrollt. Interessiert mich gar nicht. Ich will schlafen. Da siehst du 2 Hügel im Bild, eine halbe Stunde lang. Standbild, ne? Da liegst du da, und ich, jawohl, das. Ich schlau da, Vogelgezwitscher, frische Luft. Ne? Dann kommt der Tiger Woods ins Bild mit seinem Sherpa. Ne? Dann ziehen die in den Caddy eine halbe Stunde über die Hügel. Ne? Das ist kein Standbild, das ist live, das sieht bloß aus wie. Das ist Action im Golf. Ne? Und Olympia war auch gut, weil das war spät. Ne? Das war 0 Uhr oft. Ne? Na, da war die Deutsche ist ja. Deutschland schon immer schießen. Wir schießen gern. Ne? Kleinkaliber, Vielseitigkeit schieße, alles dabei. Ne? Pferd auch, Dressur. Ne? Ein deutsches Pferd geht nicht, es rückt vor. Ganz klar, einwandfrei. Aber ich hab so lachen müssen, als ich das sehe, beim Eröffnungs mit dem Fackel-Josef da, ne? Und wir Deutsche schicken da ein Tischtennis. Aber erst mit einem Witz, aber mal ernst. Ne? Ein Tischtennis. Der Minigolf war krank wahrscheinlich, ne? Oder gedopt, das kann auch sein, ne? Ah ja. Aber weißt du, ich sehe Euro, da Frankreich-Ding, da Euro-WM. Ne? Der Thomas Müller, der war komplett am Ding vorbei. Der hat überhaupt nicht gewusst, wo die Richtung ist. Der ist da wie ein Eichhörnchen, wo ist die Nuss auf dem Platz, da Ding, Ball weg. Ne? Beim Elfmeter-Ding gegen Italien, der schiebt den Ball zum tut den Buffon, ne? Der nimmt das Ding, was war das? Ne? Das war eine Schildkröte-Unterfunktion, war das. Und mit dem Defibrillator haben sie ihn gerade noch ans Ding. Beim Interview, da haben sie ihm, glaube ich, russische Invasion legen müssen, da so halbwegs. Ne? Ne? Herr Müller, was war los? Und der Müller, ja, ne? Habe ich zum Jürgen gesagt, jetzt weiß ich Bescheid. Ne? Ja, ja, aber das war schön. Ne? Und wer hat gewonnen? Jetzt habe ich. War das Island oder wer hat das? Nein, Ding, Portugal hat gewonnen. So was, da habe ich ausgeschaltet beim Endspiel. Weißt du, wenn ich den Ronald Ding da schaue, da. Der Portugal-Gockel, ne? Hauptsache die Frisur sitzt. Ne? Dem sei Frisur, wird mit dem Hubschrauber eingeflogen. Ne? Der Helikat, zack. Aber vom Aussehen kann man nichts sagen. Ne? Der trainiert Muskeln an Stelle. Da habe ich gar keine Stelle. Hut ab. Ne? Das habe ich auch nicht gewusst. Weißt du, wie viele Liegestütze der schafft? Weißt du, wie viel? Alle.
Warte. Brutal, ne? So ist es. Wenn ich jetzt noch lang da sitze, dann zieht sich's. Ne? Mit dem Jürgen gucke ich als will, den sage ich nicht, dann machen wir. Abstimmungsding, pass auf. Der schickt mir als Witz, so ein Fußballding. Ne? Der eine, wie war der? So WhatsApp. Wenn du deinen Kopf, glaube ich, oder? Nee, wenn du deinen Kopf mit dem linken Ohr ganz leicht auf eine heiße Herdplatte. So, puff, ne? Jetzt war wie ist denn der weitergegangen? Ja, egal, aber der war einwandfrei. Weißt du, der war. Jetzt, nein, rein vom Witz her. Weißt du, Humor ist wichtig. Du musst auch mal über Humor lachen können. Gerade in der Zeit, weißt du, heute geht's zu, ne, da laufen ja Leute und Ding. Da, gestern Nacht habe ich auch gesehen, der Amerika, der Ding, der Trump. Nee, weißt, kann ja sein, dass das nicht alles stimmt, was der, und dass der was gegen Frauen hat, klar. Aber was ich mich in dem Zusammenhang frage, ne? Warum setzt der die Perücke falsch rum auf? Dass da mal einer hingeht, Ding, fertig, dann stimmt's. Ne? Sieht aus wie so von der Landstraße, so ein zusammengefahrener Fuchs. Weißt? Aber ich habe lauter so Typen, wo jetzt gerade zur Zeit da, Erdo, Ding, Pudding, Trump. Ne? Und die sitzen alle, ne? Der Erdo, ne, der sitzt bei uns, na, das Fernsehen, ja, wenn das Volk demokratisch eine Diktatur wählt, kann ich mich nicht dagegen. Ne? Und auf Knopfdruck in Köln, die deutsche Türke bei uns, ne, demonstrieren für Todesding und für der Erdo-Diktatur. Ne? Steh. Ne? Freilandhühner demonstrieren für Käfighaltung. Ne? Das ist halt. Was ist das? Ne? Da. Oh. Jetzt hab ich's, wenn du deinen Kopf mit dem Ohr auf die Herdplatte so warst, ne, dann kann man. Nee, dann kannst du riechen, wie blöd du bist. So was. Eins, zwei, eins, zwei. So, jetzt nicht erschrecke, ich spreche jetzt in ganzen Sätzen. Sie hat zu mir gerade gesagt, aber im Simultan, jetzt wird es schwierig, wenn ich rausgehe. Das hätte ich gern die Übersetzung auf CD. Aber ein Schöne will ich noch loswerden, weil der Sir Alex hier ist sein Trainerkollege Bobby Robson, der ist gefragt worden, haben Sie den Gegner unterschätzt? Hat er gesagt, wir haben den Gegner nicht unterschätzt, wir haben nur nicht gedacht, dass er so gut spielt. Ne? Genau. Und wenn der Hans Meyer schon da ist, ne? ich hab mal im Kicker über den Hans Meyer geschrieben, Hans Meyer ist Winston Churchill. Ne? Da war er, glaube ich, fast ein bisschen beleidigt, ne? Aber es war ernst. Weil Hans Meyer aus der Hüfte raus in der Lage ist, Gags loszuwerden. Ich muss hier sitzen, lernen, auswendig lernen, Probe, hier sitzen, sprechen. Er aus der Hüfte. Ne? Und da habe ich ihn mit Churchill verglichen, weil der Churchill ist mal im Parlament angegriffen worden von einer Parlamentarierin, die hat gesagt, Churchill, wenn ich mit Ihnen verheiratet werde, ich würde Ihnen den Tee vergiften. Sagt der Churchill, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, ich würde ihn trinken. So, und das, für Sir Alex ist der Gag so alt. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, I try to make German humor, it's not possible, and that's funny. Ne?
Und da hat der Churchill gesagt, ja, nein, hat sieht noch zum Churchill gesagt, ja, Herr Churchill, Sie sind ja betrunken. Und sagt der Churchill, ja, und Sie sind hässlich, aber ich bin morgen früh nüchtern. Genau. Und deswegen habe ich das mit dem Hans Meyer verglichen, weil der mit dem Interview, warum hat Ihr Spieler eine gelbe Karte bekommen, sagt er, vielleicht hat er ein Rudel gebildet. Das ist Churchill. Und jetzt hat der Churchill ja den Literaturnobelpreis gekriegt. Na, Hans Meyer aber nicht. Bob Dylan hält nicht ab, vielleicht ist er frei jetzt. So, jetzt aber. Halbfinale, Abstimmung. Können Sie lesen? Also Holger Stanislavski, die drei gehören zusammen wie siamesische Zwillinge oder ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen. So, machen wir Saallicht wahrscheinlich, weiß nicht. Wer ist für Stanislavski? Gut, Stöger im Finale. Zack, fertig. Nächste Geschichte. So. Ja, sehr schön, sehr schön. Lukas Podolski, in der Mannschaft ist das kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich kraulen sich manchmal am Sack. Und Markus Weinzierl, ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte. Wer ist jetzt für Markus Weinzierl? Fertig. Sehr schön. Warum? Okay, also Peter Stöger ja. Gegen Markus Weinzierl im Finale. Genau, und ich wollte immer wissen, ob der Name echt ist. Was denn? Müller Hohenstein. Ja, was soll dann dem nicht echt sein? Das ist so Müller Lüdenscheid. Ihr habt ja immer ein Loriot. Ja? Oder vom anderen Komiker verliehen, vom Olli. Ich kenne übrigens welche? Alle Scherze. Ich lasse aber auch immer die Ente zu Wasser. Ich gehe ja schon. Ja. Rolf Miller!